Hallo zusammen, Aizocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest vor den Toren des Feindes, anzunehmen bei AEW Sternensucher in der Weißkrone an dieser Position, wenn ihr Nachtelf seid. Solltet ihr Mensch sein, Draenei, Zwerg oder Gnom, dann sind hier andere NPCs, Gnome, Zwerge, Menschen, Draenei. Also da könnt ihr eventuell die Quest bei denen einnehmen. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.7 mit einem Charakter, der viel zu hoch für diese Quest ist, aber ich bin davon überzeugt, das Video hilft euch auch in WOTLK Classic. Ich weiß nicht, ob man das jetzt unbedingt von hier mitnehmen muss, aber ihr braucht für die Quest eine Lanze. Ich habe hier schon eine im Inventar, Allianz Lanze, auf der Horde-Seite Horde-Lanze. Da ist auch die Quest Wanders anzunehmen, aber das ist jetzt unwichtig. Und wenn ihr keine mehr habt, könnt ihr von diesen Lanzenständer welche mitnehmen. Nun werde ich jetzt ins Questgebiet fliegen. Während des Fluges mache ich eine kurze Unterbrechung, den zeichne ich nicht mit auf. Aber sobald ich im Questgebiet bin, zeige ich euch, wie es weitergeht. Nicht wegschalten, euch wird geholfen. Bis gleich. Da bin ich wieder. Hier erkennt ihr auch schon die Mobs, die ihr töten müsst. Allerdings würde ich jetzt nicht landen und drauf loshauen, sondern erstmal zu diesem Lager begeben. Hier auch die Map. Kurz vor dem Questgebiet. Und jetzt darauf achten, dass ihr die Lanze ausgerüstet habt. Und dann könnt ihr hier so ein Pferd benutzen. Ihr kennt es vielleicht von anderen Quests. Auf den Pferden, auf den Mounts, sofort Schilde aufbauen. Und dann geht's los. Dieser Flug. Mobs einfach mit der Taste 2 abschießen. Hier weitere. Schild wieder aufbauen. Sollte euer Pferd Schaden genommen haben, könnt ihr es heilen mit der Taste 5, weil die erfrischen. Und bevor wir an die anderen Gegner gehen, würde ich erstmal diese Flugmobs von oben abschießen, weil die adden ziemlich leicht. Und man benötigt sie sowieso für die Quest. So. Bild aufwischen, damit es wieder auf eine Minute ist. Und hier sind die benötigten Leutnants. Braucht man 3 Stück. Anklicken und mit der Taste 2 rauspullen. Die anderen Mobs kommen mit. Aber die meisten davon sterben automatisch oder ihr müsst sie nachher töten. Seht ihr, die sind automatisch gestorben. Das ist so in WOTLK Retail. Ob das genauso ist in WOTLK Classic, kann ich jetzt nicht sagen. Pferd hat bei mir noch volle Gesundheit. Dann pull ich diesen Leutnant. Wenn sie nicht automatisch sterben, einfach anklicken und mit der 1 umkloppen. Bild erneuern. Schauen, wie viel Leben euer Mount hat. Jetzt sind sie automatisch gestorben. Was haben wir hier noch? Hier oben sind auch noch solche Leutnants. Ich werde mal was versuchen. 2 weglaufen und 3. Da habe ich wesentlich Schmerz. Wow, das war jetzt cool. Okay. Kommandanten braucht man nicht. Braucht noch so 2 Mobs von diesen. Ich stürme mal drauf los. Gut, das habe ich auch abgehakt.
Jetzt brauche ich noch ein paar Speer. Mit der Taste 2 abschießen, ihr kennt es ja. Pferd hochheilen. So, 7 von 10. Dieses Schussding hat ziemlich kurze Reichweite, wobei man wirft ja eigentlich eine Lanze. Okay, das macht ein bisschen Sinn, dass man eine Lanze nicht ewig werfen kann. So, und die Quest ist bereit zur Abgabe. Das zeige ich euch auch noch gerne. Solltet ihr schon wissen, wo und bei wem diese Quest abzugeben ist? Wäre es cool, wenn ihr das Video weiterlaufen lasst, das würde meinen Kanal sehr unterstützen. Jetzt gibt's erstmal noch eine kurze Unterbrechung und bis gleich beim Abgabe-NPC. Da bin ich wieder. Als Nachtelf ist die Quest bei Aire Sternensucher abzugeben, in der Weißkrone, in diesem Zelt, als jede andere Rasse bei diesen anderen NPCs, Trenai, Mensch, Zwerge, Gnome. Hoppala, jetzt bin ich aus Reflex zu den Menschen gelaufen. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und eventuell denkt ihr dran, dass ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal finden könnt. Wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!